Wir werden im Winter ab dem 1. Januar neben einem echten Gasproblem noch eine zusätzliche Stromlücke erhalten. Es gibt keine Argumente außer rein ideologischen Basta-Argumenten, die Kernkraft nicht zu verlängern, zumindest solange diese Krise überwunden ist. Fakt ist doch, dass das Argument, es seien keine Brennstäbe einsetzbar, ist, fachlicher Blödsinn ist. Denn sie sind überall in der Welt, sind sie besorgbar. Alle europäischen Nachbarn machen das. Warum glauben wir, dass wir schlauer und besser sind? Mein Eindruck ist übrigens, dass die Energiepolitik fast mehr von Frau Lemke bestimmt wird, dass sie die Dominante an der Stelle ist. Deswegen ist es für uns ganz entscheidend, noch einmal nicht nur den Appell, wir haben es auch noch einmal mit der CDU abgestimmt, wir werden eine ganz klare Position haben, wir brauchen eine vorübergehende Verlängerung der Atomkraft, ansonsten vergrößern und potenzieren sich die Probleme.